Wie würdest du auf ein Todesurteil reagieren? Würdest du alles in deiner Macht Stehende tun, um zu überleben? Im Jahr 1915 wurde der junge Wenceslao Moguel von der Armee verhaftet und beschuldigt, ein aufständischer Soldat der mexikanischen Revolution zu sein. Sie beschuldigten ihn, unter dem Befehl des gefürchteten Revolutionsgenerals Pancho Villa zu stehen. Ohne Gerichtsverfahren wurde er zum Tode verurteilt und sofort vor ein Erschießungskommando geschleppt. Die 8 Soldaten feuerten ihre Gewehre ab und der junge Wenceslao fiel zu Boden und blutete aus mehreren Schüssen in den Kopf. Nachdem ein Armeeoffizier einen Todesschuss abgefeuert hatte, um sicherzustellen, dass er tot war, gingen die Soldaten. Jedoch, 15 Jahre später, wurde Wenceslao Moguel lebend in den Vereinigten Staaten aufgefunden. Wie lange musste er seinen Tod vortäuschen, bevor er sicher fliehen konnte? Bleib dran, denn erstaunlicherweise ist Moguel nicht der einzige Mensch, der jemals ein Todesurteil überlebt hat. Heute präsentieren wir die erstaunlichsten Überlebensgeschichten aus dem Todestrakt. Einige dieser Menschen waren sogar gezwungen, dem Tod zweimal ins Auge zu sehen. The defendant is hereby sentenced to death. May God have mercy on your soul, Mr. Nummer 5, Doyle Hamm. Okay, ich muss dich warnen. Die folgende Geschichte ist kein Kinderspiel. Im Jahr 1987 wurde Doyle Lee wegen des Mordes an einem Motel-Mitarbeiter in Alabama verhaftet. Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Über 30 Jahre lang verbrachte er in der Todeszelle, bis schließlich im Jahr 2018 der Tag seiner Hinrichtung anbrach. Attorneys for Doyle Hamm have made multiple attempts to stop the execution. They're claiming because of cancer treatments, his veins are damaged. A judge ruled he can't be executed by using veins in his legs. Der Anwalt versuchte, die tödliche Injektion abzusagen, da bei Doyle eine aggressive Krebserkrankung diagnostiziert wurde und er mit anderen Gesundheitsproblemen kämpft, die eine ordnungsgemäße Hinrichtung unmöglich machen würden. We're dealing with someone who's got lymphatic cancer and who's pretty much at the end of his life. Doyle wurde von einem Narkosearzt untersucht, der zu dem Schluss kam, dass der Staat nicht in der Lage sei, die Prozedur auf humane Weise durchzuführen. Sein Anwalt argumentierte, dass aufgrund von Doyles Krebserkrankung, langjährigem Drogenmissbrauch und Hepatitis C eine Hinrichtung zu einem Akt unmenschlichen Leidens und blutigen Spektakels führen würde. How much pain does the cancer cause you right now? The laceration is on my face. It's a burning, a stinging, a sensation of all the time, giving me problems. Dennoch entschieden die Behörden, die Hinrichtung durchzuführen. Nachdem sie fast 3 Stunden damit verbracht hatten, Doyles Körper zu durchstechen, um eine Vene zu finden und den intravenösen Zugang zu legen, der ihn töten sollte, mussten die Behörden die Hinrichtung kurz vor Mitternacht, als das Todesurteil abgelaufen wäre, abblasen. Doyle entkam an diesem Tag dem Tod, aber bei der Suche nach seinen Venen durchstach das staatliche Personal seine Blase und eine seiner Arterien. Nachdem der Versuch gescheitert war, einigten sich sein Anwalt und die Behörden darauf, die Hinrichtung abzusagen und Hamm im Gefängnis zu belassen, wo er 4 Jahre später verstarb. Nummer 4, Willie Francis. Wie konnte ein 17-Jähriger den berüchtigten elektrischen Stuhl überleben? Dies ist die seltsame Geschichte der Hinrichtung von Willie Francis im Jahr 1947. Ein schwarzer Teenager, der des Mordes an einem Apotheker in Louisiana angeklagt war, wurde von einer Jury, die ausschließlich aus weißen Männern bestand, nach nur 15-minütiger Beratung zum Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Am Tag der Hinrichtung erhielt er die letzten Riten und wurde in den elektrischen Stuhl geschnallt. Nach Minuten unerträglichen Leidens, als die 150 Kilogramm schwere Maschine zu rütteln begann, schrie Francis verzweifelt: "Ich sterbe nicht!" Und die Gefängniswärter mussten die Prozedur abbrechen. Eine Untersuchung ergab, dass der Wärter, der für den Aufbau des elektrischen Stuhls zuständig war, bei der Arbeit betrunken gewesen war und dass fehlerhafte Leitungen zu einer Fehlfunktion des Stuhls führten, wodurch Francis unnötig gefoltert wurde. Trotz seiner Berufung bis zum obersten Gerichtshof wurde der Teenager im folgenden Jahr hingerichtet. Nummer 3, Ray Krohn. Im Jahr 1991 ereignete sich in Phoenix, Arizona, eine Tragödie. In der Bar, in der sie angestellt war,
wurde eine 36-jährige Frau tot aufgefunden, erstochen. Die Ermittler stießen lediglich auf Bisswunden und Speichelspuren an ihrem Körper als Beweismaterial. Eine Freundin gab an, dass ihr ein 45-jähriger Mann namens Ray Krohn angeboten hatte, ihr in dieser Nacht beim Schließen der Bar zu helfen. Krohn wurde wegen Mordes angeklagt und zum Tode verurteilt. Obwohl Zweifel an der Übereinstimmung zwischen seiner Bissform und der Bisswunde am Körper des Opfers bestanden. And I told that judge, you got the wrong person, I didn't do it. At which point I was called an unremorseful killer, a monster, and said I was sentenced you to death. Er wartete jahrelang in der Todeszelle, bis die Behörden schließlich einen DNA-Test durchführten und feststellten, dass der wahre Mörder ein Mann war, der bereits wegen eines anderen Verbrechens verurteilt worden war. Krohn wurde 2002 entlassen, nachdem er fast 10 Jahre im Gefängnis darauf gewartet hatte, hingerichtet zu werden. Nummer 2, Martin Gurley. Diesem 29-jährigen Mann gelang etwas, das seit den Tagen der berüchtigten Bonnie und Clyde-Bande niemandem mehr gelungen war. Er entkam der Todeszelle in Texas. Im Jahr 1993 wurde Martin Gurley des Überfalls auf ein Restaurant für schuldig befunden, bei dem 2 Menschen getötet wurden und zum Tode verurteilt. Nachdem er 6 Jahre in der Todeszelle verbracht hatte, beschloss er, dass es an der Zeit war, auszubrechen. Er plante die Flucht mit 6 anderen Häftlingen. In der Nacht zog er sich eine dicke Schicht Kleidung und panzerartige Umhüllungen an. Als der Ausbruch entdeckt wurde, begannen die Wärter zu schießen. Die anderen Häftlinge wurden gefasst, aber Gurley gelang es, 2 Stacheldrahtzäune zu überwinden und sowohl dem Gefängnis als auch seiner Todesstrafe zu entkommen. Ironischerweise wurde er 1 Woche nach seiner Flucht tot unter einer Brücke gefunden. Nummer 1, Wenceslao Moguel. Erinnerst du dich an den jungen mexikanischen Rebellen, der während der mexikanischen Revolution zum Tode verurteilt und durch ein Erschießungskommando hingerichtet wurde? Nun, er erhielt 9 Schüsse in den Kopf und den Körper. Und laut Protokoll gab ihm ein Armeeoffizier einen tödlichen Schuss in den Kopf. Doch er überlebte. Nach seiner Hinrichtung war er sich nicht sicher, ob er tot oder lebendig war. Aber trotz unerträglicher Schmerzen gelang es ihm, den Atem anzuhalten, bis ihn seine Henker zum Sterben zurückließen. Wenceslao Moguel wurde bei den meisten Hinrichtungen ins Gesicht geschossen und war von den Kugeln entstellt. Seine Geschichte wurde bekannt, nachdem er in die Vereinigten Staaten ausgewandert war und die Aufmerksamkeit des berühmten Robert Ripley auf sich gezogen hatte, der ihn in seine Radiosendung einlud, um über seine Erfahrungen zu berichten. Wenceslao Moguel starb im Jahr 1976. Über 60 Jahre nach seiner Verurteilung zum Tode und seiner Hinrichtung. Letztendlich sieht es so aus, als ob der Tod manchmal ausgetrickst werden kann. Leider ist die Todeszelle nicht die einzige Möglichkeit, im Gefängnis zu sterben. Manche Gefängnisse sind so gefährlich, dass sie selbst schlimmer sein können als ein Todesurteil. Willst du wissen, welches das gefährlichste Gefängnis der Welt ist? Hier ist es. Schau dir einfach weiter überlegen.